Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Asynchronmaschine ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir gesprochen, wie man Asynchronmaschine einschalten kann. Heute wollen wir wieder davon sprechen, wie man eine Asynchronmaschine einschalten kann. Und zwar eigentlich eine Spezialmaschine. Ja? Eine Maschine mit Anlasswiderständen. Dazu brauchen wir einen Schleifringläufer. Das hatten wir ja auch schon besprochen, wie das ist, ein Schleifringläufer. Und heute erfahren wir, was wir damit machen können. Okay? Also, wie schaut das aus? Ja, im Endeffekt habe ich dafür zu sorgen, ja, also wenn da irgendwo mein Motor ist, da ist mein Motor, mit den drei Anschlüssen, U, V und W, da oben hängt irgendwo was an. Ja. Dann gibt es da drin einen Läufer. Das Ganze ist ein Motor. Und der hat über Schleifringe hat der die Ankerwicklungen rausgeführt. Und KLM heißen die. Ja? So schaut das aus. Ja? Also da geht es halt irgendwie über Schalter zu L1, L2, L3, jetzt nicht direkt, sondern über Schalter, ja, über so schützt, das haben wir eh schon ein paar Mal besprochen. Und was mache ich mit dem? Was mache ich mit dem? Ja, und zwar üblicherweise schalte ich hier Widerstände hinein. Ja, Widerstand. Widerstand. Und jetzt sage ich, ich mache nicht nur einen Widerstand, sondern ich mache mehrere Widerstände. Hintereinander. Hintereinander bedeutet ja Serienschaltung. Ja? Hintereinander bedeutet Serienschaltung. Und jetzt lasse ich es einmal gut sein. Da hinten mache ich es zu. Okay. Jetzt habe ich zusätzlich zu den Spulen, die da drinnen verbaut sind, ja, zu den Windungen, habe ich zusätzliche Widerstände. Und zwar sind das die Widerstände R und alles R. Ja. Was bedeutet das, wenn ich da zusätzliche Widerstände drinnen habe? Das bedeutet, dass diese Drehmomentkurve über den Schlupf, die schiebt sie so nach links. Okay? Also in dem Fall zum Beispiel, weil ich da zwar R in diesem Kreislauf drinnen habe, in diesem Schleiferkreislauf, na, dann sind wir vielleicht da irgendwo. Okay? Das heißt, meine Drehmomentkurve schaut dann so aus. Einfach so nach links gebogen. Und da geht es aber weiter nach unten wieder. Also das ist praktisch so weg umgeschoben. Ja. Unten ist angenagelt, kann man sich vorstellen, und oben ist so rübergeschoben. Ja? Also so schaut das aus. Das da ist M, wenn ich 2R habe. Ja? Das ist M. Das ist einfach M ohne R. Ja? So würde das ausschauen, wenn nur die Windungen da wären. Und so würde das ausschauen, wenn ich 2R drinnen habe. Und da sehen wir, ja? Natürlich die Ströme und so weiter, das ist ebenfalls, wird sie ebenfalls verschieben. Das heißt, wir gehen da relativ flach rüber. Da sehen wir schon den großen Vorteil dieser Konstruktion. Ich habe ein richtig fettes Anfahrmoment. Bringe ich zusammen. Ja, waren da im Ankerwiderstand mehr Widerstand. Also mehr im Rotorkreis mehr Widerstand ist. So wäre es richtig. Ja. So, und jetzt? Ja, jetzt flache ich hier ab, aber hier könnte ich ja wesentlich mehr Moment haben, hier, da, wo es mich dann interessiert, ne, der ist ja schlecht, ja, schlecht, weil eben der rote Widerstand hat. Deswegen baue ich da praktisch so, pack, Schalter ein. Schütz, ja, und dieser Schütz, pack,
Schaltet da schon auf einen Kurzschluss. Jetzt ist aber der da hinten wurscht. Wenn der Schütze eingeschalten hat, habe ich nur mehr R. Okay? Und das ist der Q2 von mir aus. Ja? Wenn der Q2 einschaltet, sind die Widerstände da hinten egal, weil ich bin ja hier schon kurz geschlossen und nur mehr die R sind wirksam. Passt. Wie schaut jetzt das Moment von einem R aus? Na, da sind wir genau in der Mitte. Ja? Da sind wir da irgendwie, kommen wir nach unten. So irgendwie wird das ausschauen. Und da verschwinde ich halt so. Und will wieder irgendwann flacher werden. Das da ist M. Mit an, ja. Okay. Also das wird einfach, diese Kurve bleibt eigentlich vorhanden, nur schiebt sie sich immer weiter nach oben, also so nach links rüber. Das heißt, das Kippmoment und so weiter, das bleibt vorhanden. Na, und wieder habe ich den Fall, dass ich da oben bin. Ja. Das heißt, ich baue da einfach noch einmal so einen Schalter ein. Da wieder Kurzschluss. Da ist der Q1. Und wenn der Q1 geschalten hat, dann ist der kurz geschlossen, dann bin ich auf der Linie. Okay? Das heißt, während dem Hochlauf schaltet es stufenweise retour normalerweise, diese Ankerwiderstände. Und ich habe zuerst diese Kurve und dann puck, schalte auf diese Kurve, puck, schalte auf diese Kurve. Und so kann ich eben bei einem relativ geringen Anlaufstrom, ja. Hohe Drehmomente. Ja. Das ist eindeutig ein Vorteil. Ja. Hohes Drehmoment, hohes Anfahrdrehmoment. Bei kleinen Anfahrströmen. Okay. Also ein hohes Moment bei kleinen relativ kleinen Strömen und da geht es schon dahin. Ja. Was negativ an und für sich ist, ja. Aufwendigere Wartung. Ich meine, ich habe Schleifringe. Ja. Und Schleifringe werden kaputt, Wartung und ja. Höhere Wartung. Wegen Schleifringen. Und dann dieses stufenweise Hochfahren. Das macht es nicht dynamisch. Das heißt, bei drehzahlvariablen Antrieben, die schneller, langsamer und so weiter sind, ist das nicht, also für Kurzzeitbetrieb nicht geeignet. Das ist lange Anlaufphase, haben wir da eigentlich. Schlecht bei Kurzzeitbetrieb. Die Anwendungen, ja, Drehzahl kann ich beeinflussen, das ist vielleicht hier rum. Sind variabel. Das ist immer nicht schlecht. Ja? Hohes Anlaufdrehmoment, kleine Anfahrströme. Das heißt, es soll eigentlich relativ sanftes Anfahren bei hohen Lasten ist möglich. Okay? Deswegen sind die Anwendungen von dem irgendwo, wo man mit großen Lasten anfangen muss, Brecher. Große Wasserpumpen, Seilbahnen, so irgendwas, wo Förderding, Förderer, wo eben viel Zeug drauf liegt, ja, und ich muss mit einem hohen Anfahrmoment wegrauschen. Da ist das super, ja, weil ich kann nämlich
sanftes Anfahren. Bei hohen Lasten. Ja. Schreibe ich auch noch als Vorteil auf. Da ist es super. Ja. Dann wirkt nämlich diese höhere Wartung wegen Schleifringen und so weiter nicht wirklich so ins Gewicht. Und lange Anlaufphase. Nun, während der Anlaufphase habe ich dann auch bei kleinen Drehzahlen, also wenn man da irgendwo so einen Moment braucht, habe ich dann auch einen schlechteren Wirkungsgrad. Ja. Als beim Käfigläufer. Aber wie gesagt, bei Spezialanwendungen, dort wo es Kanalanlagen, Krananlagen, Wasserpumpen, große, wo es wirklich darum geht, jetzt muss ich das wegreißen. Ja? Da Förderbänder. Da ist das super, ja? Da wird das gebaut. Aber es bleibt eine Spezialanwendung, weil eben Tester, höhere Wartung bei Schleifringen, schlechterer Wirkungsgrad, lange Anlaufphase und so weiter. Das ist für die meisten Anwendungen dann doch ein No-Go-Kriterium. Ja? Schleifringläufer. Ja, dank moderner Leistungselektronik gibt es auch sogenannte Sanftanlaufschaltungen. Was das ist und wie das ausschaut, das werden wir uns im nächsten Video anschauen. Also nächstes Video wieder anfangen von Asynchronmaschinen, nur dieses Mal mit einer Sanftanlaufschaltung. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.